Ja, liebe Freunde der Kinder- und Jugendmedizin, heute Abend zum Close-out des zweiten Kongresstages habe ich eine Preisträgerin bei mir, Frau Jock. Sie sind Kinderärztin und Intensivmedizinerin und Sie haben in einer kompetitiven Darstellung, wo viele Ärzte ihre Ergebnisse gezeigt haben, einen hervorragenden Platz absolviert, den ersten Platz. Und zwar, Sie haben sich damit beschäftigt, wenn die Corona-Infektion, die Pandemie bei einem Menschen, beim Kind das Herz angreift. Was bedeutet für Sie Corona und Intensivmedizin und auch das Thema Kardiologie in dem Bereich? Was haben Sie vielleicht auch erlebt als Beispiel? Also wir haben in Tübingen viele Kinder mit Corona gesehen, auf der Intensivstation wirklich wenige. Die sind auch alle wieder von der Intensivstation nach Hause gegangen. Wir haben, wie es auch schon in den Sessions gesagt wurde, in Deutschland jetzt bei uns in der Klinik keine Todesfälle an Corona gesehen. Sehr Was gut. Wir aber immer wieder gesehen haben, sind PIMS im kardialen Sinne von einfach nur Klappeninsuffizienzen oder eingeschränkte Funktionen von der Herzmuskulatur. Das müssen wir jetzt den Zuhörern erklären. PIMS, ein Entzündungssyndrom, ein multisystemisches Entzündungssyndrom. Das heißt, es gibt viele Organe, die in die Entzündung mit einbezogen sein können, verursacht durch Corona, vielleicht noch andere Faktoren, die wir noch nicht kennen. Und Sie haben schon genannt, die Herzklappe kann eventuell schwach werden, nicht so gut schließen. Das Herzkranzgefäß kann vielleicht auch mal entzündet sein. Da gibt es eine Ähnlichkeit zum Kawasaki-Syndrom. Und Sie haben gesagt, Gott sei Dank waren alle Kinder dann letztendlich gesund geworden. Heute haben wir uns viel über Long- oder Late-Covid unterhalten, über Spätfolgen. Haben eigentlich gesehen, dass die Delta-Variante weniger intensiv kranke Kinder sozusagen verursacht. Sehen Sie das auch so, die letzten 4, 6 Wochen vielleicht weniger Kinder auf Intensivstation? Also deutlich weniger. Also deutlich, wir hatten die letzten weniger. Wochen keine auf Intensiv. Ja. Es kommen eher so die Impfproblematiken. Wäre letztendlich der statistische Blick auch in Deutschland. Insofern ist es zuversichtlich für uns jetzt für den Winter. Haben Sie was Persönliches erlebt im Gespräch vielleicht mit Eltern, dass Sie sagen, Mensch, die Kinder können ja noch nicht geimpft werden, aber die Eltern vielleicht überlegen, sind wir geimpft, können wir die Kinder auch schützen? Wie ist da so Ihre Erfahrungslage? Also sind die Eltern geimpft? Oder? Genauso dadurch, dass ich auch viel auf Normalstationen immer so die Kombi arbeite, ist es schon so, dass vor allem von den ganzen herzkranken Kindern die Eltern durchgeimpft sind. Ja. Und auch sonst viele Eltern fragen, ob man dann die Kinder schon frühzeitig impfen kann und soll. Das ist also jetzt ein ganz wichtiges Thema, weil gerade die Behörden, die Europäische Kommission, die Impfung zwischen 5 und 12 Jahren prüft, ob die zugelassen werden kann. Auch heute war das ein großes Thema. Aber ich nehme das mal sehr zuversichtlich mit. Die Eltern der Kinder, die vielleicht eine Schwierigkeit haben, die chronisch krank sind, sind offensichtlich geimpft, haben das Signal verstanden. Das ist ganz wichtig. Ja, wir gratulieren Ihnen herzlich, liebe Frau Jock. Vielen Dank. Der Preis ist auch mit Geld hinterlegt. Bitte herzlich gratuliere. Vielen Dank. Und Corona-bedingt. Wir gratulieren von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, dass Sie den ersten Preis gemacht haben. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie. Dankeschön.